Hast du dich schon mal gefragt, warum manche scheinbar jede Prüfung mit einer 1 bestehen, während andere trotz intensiven Lernens nur eine 4 bekommen? Erfolgreich zu lernen hängt nicht davon ab, wie viel Zeit du mit deinen Büchern und Skripten verbringst, sondern wie clever du diese Zeit nutzt. Und genau hier kommt Blooms Taxonomie ins Spiel. Der Schlüssel, um zu verstehen, was du für eine Bestnote tun musst und wie du diese dann mit relativer Leichtigkeit bekommen kannst. Wenn du die Taxonomie einmal verinnerlicht hast, schaltest du das oberste Notenregal für den Rest deiner akademischen Laufbahn frei. Und damit herzlich willkommen bei Schreib! Vielen Dank an Scribber für das Unterstützen dieses Videos. Mehr zu Scribber später. Part 1 – Die Grundlagen. Blooms Taxonomie wurde in den 1950er Jahren von Benjamin Bloom und Kollegen entwickelt. Ihr Ziel war es, eine Klassifikation von Lernzielen zu erstellen, die verschiedene Ebenen des Denkens abdeckt. Diese Ebenen sind Wissen, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Bewerten und Erschaffen. Grundsätzlich wurde die Taxonomie für Pädagogen entwickelt. Sie sollte dabei helfen, Lernziele klar formulieren und Lernfortschritt bewerten zu können. So etwas wie ein generalisierbarer Erwartungshorizont, sozusagen. Mittlerweile bieten moderne Prüfungssoftware und Lernmanagementsysteme zunehmend Funktionen, um Fragen nach den verschiedenen Ebenen von Blooms Taxonomie zu sortieren und zu analysieren. Okay, schön und gut. Aber warum ist das für dich wichtig? In vielen Universitätsklausuren und Abgaben werden Fragen und Aufgaben so gestaltet, dass sie verschiedene kognitive Fähigkeiten abdecken, eben genauso wie sie in Blooms Taxonomie beschrieben sind. Wenn du die verschiedenen Ebenen verstehst, kannst du dich also gezielt auf die unterschiedlichen Arten von Fragen und Aufgaben vorbereiten, so wie sie in den Prüfungen gestellt werden. So kannst du exakt einschätzen, was die Erwartungen für die volle Punktzahl sind, wenn du ein bestimmtes Signalwort in der Aufgabenstellung liest. Die Punktevergabe hängt nämlich dann davon ab, welcher Aufgabentyp gestellt wird und wie dieser mit den Ebenen aus Blooms Taxonomie zusammenhängt. Eine Aufgabe, in der Faktenwissen abgefragt wird, zum Beispiel bei Multiple-Choice-Tests, bekommt in der Regel weniger Punkte als eine Aufgabe, in der Wissen angewandt werden soll, zum Beispiel bei Fallstudien. Und wenn du dir jetzt die Taxonomie anschaust, wird ganz klar, warum du keine Bestnote in der letzten Klausur geschrieben hast. Wenn du beispielsweise nur auswendig gelernt hast, dann hast du die untersten Ebenen der Taxonomie abgedeckt. Beispielsweise mit der Aufgabe, beschreibe die Grundprinzipien von. Aber in der Frage, wende die Prinzipien von X auf das Beispiel Y an und erkläre, dann sind höhere Ebenen in der Taxonomie gefragt und das Wiedergeben von Faktenwissen wird dir nicht viel nützen. Wenn du Signalworte wie beschreibe, erkläre oder wende an liest, weißt du, wie Profs ihre Klausur aufgebaut haben und was deren Erwartungen für die Bestnote oder volle Punktzahl sind und kannst dann deine Klausurvorbereitung und Lerntechniken entsprechend anpassen. Suche also in den Muster- und Vorbereitungsklausuren genau nach diesen Signalworten. Part 2 – Die 6 Ebenen der Taxonomie. Ebene 1 – Erinnern. Die erste Stufe bezieht sich auf das Erinnern von Fakten und grundlegenden Informationen. In Klausuren werden solche Fragen oft als Multiple-Choice- oder Kurzantwortfragen gestellt, die einfaches Faktenwissen abfragen. Diese Fragen überprüfen, ob du dir grundlegende Infos gemerkt hast. Dieses Wissen brauchst du dann als Grundlage für tiefergehende Fragen und Analysen. Zur Vorbereitung auf diese Art von Fragen sind Karteikarten in Kombination mit Spaced Repetition beispielsweise eine effektive Methode. Regelmäßige Wiederholung ist entscheidend. Plane feste Zeiten in deinen Lernplan ein, um das Fachwissen regelmäßig zu wiederholen und zu festigen. Beispielfragen auf dieser Ebene könnten sein: Definieren Sie den Begriff der Photosynthese. Oder nennen Sie die 4 grundlegenden Prinzipien der Bioethik nach Beauchamp und Childress. Ebene 2 – Verstehen. Hier geht es darum, die Bedeutung von Informationen zu erfassen und in eigenen Worten erklären zu können. Prüfungsfragen könnten dich bitten, Konzepte zu erläutern oder die Bedeutung von Theorien zu erklären. Zur Vorbereitung auf Verständnisfragen kannst du Diskussionen mit Kommilitonen führen. Erklärt euch gegenseitig die Konzepte in euren eigenen Worten. Das fördert das tiefergehende Verständnis und hilft, mögliche Unklarheiten zu beseitigen.
Paraphrasierungen sind ebenfalls hilfreich. Versuche, komplexe Texte in eigenen Worten zusammenzufassen. Eine weitere Methode wäre das Erstellen von Konzeptkarten oder Mindmaps, die Beziehungen zwischen verschiedenen Konzepten verdeutlichen. Diese visuelle Darstellung hilft dir, das Gesamtbild zu erfassen und die Zusammenhänge besser zu verstehen. Beispielfragen könnten sein: Erklären Sie in eigenen Worten, wie die Photosynthese funktioniert. Oder erklären Sie den Unterschied zwischen mikroökonomischen und makroökonomischen Modellen. Ebene 3. Anwenden. Fragen in dieser Ebene überprüfen, ob du in der Lage bist, dein theoretisches Wissen praktisch anzuwenden und auch in konkreten Situationen zu nutzen. Solche Fragen fordern dich auf, Theorien und Konzepte auf praktische Probleme anzuwenden. Oft werden hierfür Fallstudien oder praxisorientierte Aufgaben verwendet. Zur Vorbereitung auf Anwendungsfragen solltest du regelmäßig Übungsaufgaben lösen, die dich fordern, das Gelernte in neuen Kontexten anzuwenden. Oder du suchst nach Fallstudien im Internet, die ähnliche Probleme behandeln wie die, die ihr im Kurs besprochen habt, und übst dann deren Analyse. Beispielfragen könnten sein: Nutzen Sie die SWOT-Analysetechnik, um die Stärken und Schwächen eines realen Unternehmens Ihrer Wahl zu beurteilen. Oder wenden Sie das Konzept des Nash-Gleichgewichts an, um das strategische Verhalten der konkurrierenden Unternehmen Coca-Cola und Pepsi einzuordnen. Ebene 4. Analysieren. Analysieren bedeutet, Informationen zu zerlegen und die Beziehungen zwischen diesen Einzelteilen zu verstehen. Solche Fragen verlangen oft eine tiefergehende Analyse von Texten, Daten oder Theorien. Diese Fragen testen nun schon so langsam dein kritisches Denkvermögen. Du kannst dazu zum Beispiel üben, wissenschaftliche Texte zu lesen und deren Argumentationsstruktur zu verstehen. Oder du schaust dir an, wie man Daten und Statistiken analysiert und interpretiert. Außerdem könntest du Argumentationsketten erstellen, um deine Analysefähigkeiten zu schärfen. Beispielfragen könnten sein: Analysieren Sie die Argumentationsstruktur in Kants Kritik der reinen Vernunft. Oder vergleichen Sie die verschiedenen Theorien der Persönlichkeitsentwicklung. Ebene 5. Bewerten. Bewerten bedeutet, Urteile über den Wert und die Qualität von Informationen zu fällen. Bereite dich darauf vor, indem du kritische Essays schreibst, in denen du verschiedene Theorien, Modelle, Konzepte etc. vergleichst. Zudem kannst du Bewertungsrubriken erstellen, um deine eigenen Arbeiten und die deiner Kommilitonen zu beurteilen. In einer Art Peer-Review-Prozess kannst du dann andere Arbeiten bewerten und Feedback geben. Beispielfragen könnten sein: Bewerten Sie die Wirksamkeit der aktuellen Geldpolitik der EU-Zentralbank im Kontext der wirtschaftlichen Erholung nach der Covid-19-Pandemie. Oder kritisieren Sie die methodische Vorgehensweise und die Schlussfolgerung der Studie zur Wirksamkeit von Online-Lernen im Vergleich zum Präsenzunterricht. Ebene 6. Erschaffen. Das ist die höchste Stufe der Taxonomie. Sie bezieht sich auf das Zusammenführen von Elementen, um etwas Neues und Originelles zu entwickeln. Prüfungsfragen in diesem Bereich könnten dich auffordern, eigene Hypothesen aufzustellen oder kreative Lösungen für Probleme zu entwickeln. Nutze für die Vorbereitung Techniken wie Brainstorming oder Mindmapping, um neue Ideen zu entwickeln. Vielleicht kannst du dich auch an Projekten beteiligen, um an deinen kreativen Fähigkeiten zu arbeiten. Beispielsfragen könnten sein: Entwickeln Sie einen Forschungsplan zur Untersuchung der langfristigen Auswirkungen von Mikroplastik auf marine Ökosysteme. Oder entwerfen Sie ein innovatives Geschäftsmodell für ein Start-up-Unternehmen. Bevor wir jetzt zu Part 3, deiner optimalen Lernstrategie basierend auf Blooms Taxonomie, kommen, lass mich noch kurz ein paar Worte zum Sponsor dieses Videos, Scribber, sagen. Bist du auf der Suche nach einem Lektorat oder einer Plagiatsprüfung für deine wissenschaftliche Arbeit, dann kann ich dir das Team von Scribber nur absolut ans Herz legen. Schau einfach mal auf scribber.de vorbei und schreibe mir eine kurze E-Mail an info@scribe.de für einen exklusiven Gutscheincode. Part 3. Deine Lernstrategie. Also, wie kannst du Blooms Taxonomie nun effektiv für dich nutzen? Zunächst einmal hilft sie dir dabei, deine Lernziele klar und strukturiert zu formulieren. Wenn du zum Beispiel eine Prüfung vorbereitest,
kannst du deine Lernziele nach den 6 Ebenen der Taxonomie ordnen. Starte mit dem Auswendiglernen der grundlegenden Fakten. Arbeite dich dann durch das Verständnis der Konzepte und wende das Gelernte in Übungsaufgaben an. Anschließend analysierst du komplexere Probleme, bewertest verschiedene Lösungsansätze und entwickelst schließlich neue Ideen oder Projekte. Diese Herangehensweise macht dein Lernen viel effektiver und bereitet dich bestens auf Prüfungen vor. Natürlich musst du nur die Ebenen abdecken, von denen du absehen kannst, dass sie in der Prüfung auch abgefragt werden. Gehe jetzt auf meinen YouTube-Kanal und schau dir Tutorials zu verschiedenen Lerntechniken an. Ordne sie dann den einzelnen Stufen der Taxonomie zu, oder Ebenen besser gesagt. Da wäre zum Beispiel die Spaced Repetition Methode für das Aneignen von Wissen, Faktenwissen. Active Recall für Wissen und Verstehen. Forschendes Lernen wäre eine Beispielmethode für Analysieren oder sogar auch Bewerten. Und in der Feynman-Technik kannst du nicht nur verstehen, sondern auch anwenden. Design Thinking könnte eine Technik sein für kreatives Arbeiten und Erschaffen. Und so weiter und so fort. Durch die Anwendung von Blooms Taxonomie kannst du dich gezielt auf die verschiedenen Arten der Prüfungsfragen vorbereiten und deine Lernstrategie entsprechend anpassen.